Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, Kollege Obernostra, es geht uns allen auf den Zeiger. Aber die Regierung tut ja wirklich alles dafür, dass sich die Leute nicht mehr auskennen. Dass sich die Menschen nicht mehr auskennen, ist das Ergebnis ihrer Arbeit. Da stellt sich der Gesundheitsminister hinaus und sagt, da kommt eine Verordnung ab Mittwoch. Und dann ist Mittwoch und die Verordnung ist nicht da. Ja, natürlich kennen sich die Menschen nicht mehr aus, aber da kann ja die Opposition nichts dafür, das haben wir sie fabriziert. Und jetzt zu diesem 150-Euro-Gutschein. Also man kriegt jetzt diesen Gutschein nach Hause geschickt und den sollen bitte nur die einlösen, die nicht zu viel verdienen. Und in einem Mehrpersonenhaushalt ist die Grenze pro Jahr 110.000 Euro Einkünfte. Aber was heißt Einkünfte, ist ja Einkommen minus Werbungskosten. Das heißt, jetzt muss die Familie einmal schauen, wie viel haben wir Einkünfte. Da brauchen ja manche einen Steuerberater, bis sie ihre Einkünfte berechnet haben, Partner miteinander. 110.000 ist relativ viel, aber wenn zwei Leute gut verdienen oder einer sehr gut verdient, weil er zum Beispiel Nationalratsabgeordneter ist, dann können die zwei schon bei 110 in der Nähe liegen und müssen Einkünfte berechnen. Na, das stelle ich mir einfach vor. Für die Steuerberater haben sie da was Schönes gemacht. Und dann das Gesetz, wie das abgewickelt wird mit den 150 Euro. Also da müssen einmal mitspielen die Stromnetzbetreiber. Wir brauchen das Bundesrechenzentrum, wir brauchen die Energiewirtschaftliche Datenaustausch GmbH, wir brauchen die Buchhaltungsagentur des Bundes und wir brauchen das Finanzministerium. Wir haben 5 Einheiten der Republik, 5 Metastasen der Bundesverwaltung, die da wieder beschäftigt sind. Und dann kommt in diesem Gesetz mit einem Abänderungsantrag eine Erweiterung der Aufgaben der COFAG auf Energiehilfen. Also bis jetzt haben wir Corona-Hilfen in der COFAG gehabt und jetzt haben wir Energiehilfen auch noch in der COFAG, in dieser intransparenten GmbH, in die keiner hineinsieht. Nicht nur keine Journalisten hineinsehen, auch die Parlamentarier nicht hineinsehen. Und sie sagen, ja, sie können sich ja hineinsetzen, nur wenn ich mich hineinsetze, habe ich Schweigepflicht. Also das ist einfach Unfug, was sie da fabrizieren. Und warum geben sie das in die intransparente COFAG, wenn die 25 Mitarbeiter dort, die bisher zu 25 10 Milliarden Euro an Hilfen abgewickelt haben oder abwickeln hätten sollen, sowieso das Finanzamt als Backoffice verwenden müssen? Warum machen wir es dann gleich nicht gleich im Finanzamt, wo ich dann auch eine Transparenz habe und eine Kontrolle durch das Parlament? Weil das wäre ja eigentlich das Thema. Und jetzt noch einmal zurück zu den 150 Euro. Wir haben eine Inflation von ungefähr 6%. Die wird noch höher werden und die wird hoch bleiben. Und Sie kommen mit 150 Euro Einmalgutschein und ein bisschen Pendlerpauschale befristet bis Mitte 2023. Es kann doch keiner ernst nehmen. Schaffen Sie jetzt bitte die kalte Progression ab, dann haben alle was davon und zwar auf Dauer.